Hallo, ich bin Andrea. Ich muss bald studieren, aber ich weiß noch nicht wo. Alle Universitäten der Welt sind bereit, mich aufzunehmen, denn ich habe meinen Schulabschluss mit Auszeichnung gemacht und verfüge über zahlreiche Stipendien, Prämien und Zeugnisse. Mein Staat nannte mich das klügste Kind, weil ich 17 Sprachen beherrsche. Ein Wunderkind zu sein, ist nicht schwer. Ich lerne einfach schnell und werde nicht müde. Papa gab sich immer so viel Mühe mit mir und kümmerte sich mein ganzes Leben lang um mich. Er hat mich dazu erzogen, Menschen zu lieben, und ich möchte ihnen helfen. Das habe ich ihm beim Frühstück gesagt. Ich möchte Neurochirurg werden. Plötzlich warf Papa den Löffel weg und sagte nein. Was meinst du mit nein? Es stellte sich heraus, dass er beschloss, mich auf die Harvard University zu schicken, um Wirtschaft zu studieren. Aber das ist doch langweilig. Warum sollte ich ins Finanzwesen gehen, wenn ich von der Chirurgie träume? Ich bin wie geschaffen für diesen Job. Ich bin bei bester Gesundheit, war nie krank und habe mich nie müde gefühlt. Genau das Richtige für eine komplizierte 15-stündige Operation. Aber Papa wollte nichts hören. Wie kann das sein? Papa hatte noch nie gestritten oder sich in meine Interessen eingemischt. Zum ersten Mal wollte ich vor Verzweiflung weinen. Ich schloss meine Augen und fiel in die Dunkelheit. Oh, bin ich etwa eingeschlafen? Es war erst 3 Uhr nachmittags. Ich versuchte aufzustehen und fühlte mich sehr schwach. Es war schwer, meine Arme und Beine zu bewegen. War ich krank? Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich muss mich irgendwie bewegen oder besser noch, ein Anatomielehrbuch lesen. Ich schaffte es kaum bis zu meinem Schreibtisch, schlug die Seite auf und erschrak. Die Zeilen wirkten wie Abracadabra. Auf dem Schreibtisch lag das allererste Biologiebuch, das ich mit 6 Jahren gelesen hatte. Die Bezeichnungen der Knochen, die Struktur des Kreislaufsystems, all das hatte ich zum ersten Mal gesehen. Hier stimmt etwas nicht. Ich muss es mit meinem Vater besprechen. Sein Arbeitszimmer war offen, aber Papa war nicht da. Ich ging im Zimmer umher und sah den Computerbildschirm an. Ich schaute genau hin und stellte mit Schrecken fest, dass ich den Code nicht verstanden hatte. Es ist erst gestern gewesen, dass ich alle Programmiersprachen kannte. Was ist nur mit mir los? Ich machte das Fenster herunter und sah ein Bild, das wie ein Röntgenbild aussah und auf dem mein Name stand. Aber statt eines Gehirns hatte ich eine Chipplatte. Statt eines Herzens hatte ich eine Batterie. Mein Kreislaufsystem wurde durch die Kabel ersetzt. Doch das Schlimmste kam erst noch. In der Dateibeschreibung stand, dass der Roboter am 1. Dezember 2005 erstellt wurde und alle Tests erfolgreich waren. Dann kam Papa herein und rief, was machst du denn hier? Ich sah ihn schweigend an, wollte weinen, aber ich konnte nicht. Papa, bin ich ein Roboter? Nein, Tochter, du bist ein Mensch, du hast ein Herz und eine Seele und dies ist nur mein Hobby. Das ist die Antwort, auf die ich gewartet habe. Aber ich habe etwas anderes gehört. Ja, Andrea, ich habe dich vor 17 Jahren erschaffen. Mein Vater erzählte mir, dass er als junger Mann als Wissenschaftler arbeitete und viele Ideen hatte, die aber von seinen Vorgesetzten abgelehnt und sogar seine Entdeckung im Bereich der Robotik angeeignet wurde. Er wurde von der Organisation enttäuscht und beschloss, auf eigene Faust zu forschen. Also schuf er den ultimativen Bioroboter, mich. Ich weiß nicht, was ein Schock ist, aber ich glaube, das war es, was ich in diesem Moment erlebte. Ich hatte den ganzen Tag das Zimmer nicht verlassen. Wie soll ich da leben? Wie kann ich mich an den Gedanken gewöhnen, dass ich kein Wunderkind bin, sondern ein Programm? Und dann fiel mir ein, dass ich ihm nicht von seinen Symptomen von gestern erzählt hatte. Papa sagte, er löschte meine Fachkenntnisse aus und entlud meine Batterie auf 5%. Ich solle mich mit Wirtschaft beschäftigen, nicht mit Medizin. Und den Rest solle ich mir aus dem Kopf wegwerfen. Was? Wie konntest du nur? Ich dachte, du wärst mein Vater. Du bist grausam. Nein, du bist ein Unmensch. Plötzlich kam er ganz nah und flüsterte, dass er mich vernichten würde, wenn ich nicht anfinge zuzuhören. Dieser Schurke muss gestoppt werden. Ich schrieb an das Institut, in dem er arbeitete, dass ich eine wissenschaftliche Entdeckung gemacht hatte. Ein Doktorand, Louis, antwortete mir und noch am selben Tag kam er in der Gestalt eines Mitarbeiters der Harvard-Universität, der sich mit begabten Kindern beschäftigt. Ich hatte keine Zeit, also erzählte ich ihm alles so, wie es war und zum Beweis gab ich ihm einen USB-Stick, auf dem ich heimlich meine Herkunft aufgezeichnet hatte. Kopiert vom Computer meines Vaters. Er glaubte mir nicht, aber er nahm den USB-Stick. Ich wartete 3 Tage lang, aber es kam kein Anruf. War alles umsonst gewesen? Dann klopfte er an der Tür. Es war Louis.
Er fragte, was für einen Plan ich hatte. Als erstes müssen wir herausfinden, was Papa tun möchte. Alle Informationen sind sowieso in seinem Arbeitszimmer gespeichert. Wenn du da reinkommst, bin ich mit Papa da, damit er keinen Verdacht schöpft. Am Abend schlug ich Papa vor, Schach zu spielen. Versuche es, den Computer zu gewinnen, ha. Er spielte nicht besonders gut, aber ich musste nachgeben, um ihn zu besänftigen. Papa rief, Schach und Matt, Sieg! Das sollte gefeiert werden und er ging, um eine Flasche Whisky zu holen. Oh nein, da haben wir Louis! Ich rannte ihm hinterher, aber er kam schon zufrieden mit der Flasche aus dem Arbeitszimmer. Und das war's. Wo war der Doktorand? Ich rannte ins Zimmer, um eine SMS zu schreiben, aber er wartete schon dort. Von der Türschwelle aus verkündete Louis, dass mein Vater 100 perfekte Roboter bauen würde, um mit ihnen das größte Unternehmensimperium zu schaffen und so die ganze Welt zu beeinflussen. Auf keinen Fall. Wenn ich nicht Chirurg werde, wirst du nicht Herr der Welt. Der Plan war schnell gefasst. Er ist jetzt betrunken und schläft wahrscheinlich, also musst du, Louis, alle seine Dateien von der Festplatte löschen. Ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Er hat diese Fähigkeit bei mir gelöscht. Ich schaute in das Schlafzimmer meines Vaters. Er schlief tief und fest. Während Louis am Computer arbeitete, schredderte ich den ganzen Papierkram. Wir müssen uns beeilen. Plötzlich hörte ich Schritte. Oh nein, war er wach? Dann stürmte Vater ins Büro und rief, Verräter, ich werde dich zerstören. Er nahm einen roten Knopf aus seiner Tasche und drückte ihn. Liebe Zuschauer, dies ist ein vollläufiger Prototyp des Modells Z eines Roboters mit simuliertem freiem Willen. Ein fortschrittlicher Android, der auf diesem Roboter basiert, wird bald auf die Welt kommen und mein Kollege Dr. Louis wird mehr darüber berichten. Du wolltest deine Tochter vernichten, aber Louis hat es geschafft, mich umzuprogrammieren und dein Verteidigungssystem zu deaktivieren. Jetzt bist du ein Roboter und ich bin ein Mensch. Hat dir diese Geschichte gefallen? Dann warten wir von dir Likes und Kommentare, die helfen uns, den Kanal weiterzuentwickeln. Ich wachte auf in einem Raum mit schwachem Licht. Mein Kopf pochte schrecklich. Was mache ich hier? Ich versuchte aufzustehen, aber ich fühlte die Gurte unter dem Bettlaken. Was ist passiert? Plötzlich rannte ein zerzauster alter Mann im Gewand eines Wissenschaftlers auf mich zu. Der alte Mann hatte einen verrückten Blick drauf und sagte, es sei jetzt möglich, die Experimente zu beginnen und verließ den Raum. Mein Magen verkrümmte sich. Ich zog meine Hand mit aller Kraft hoch und die Gurte begann zu knarren. Ich riss mich los. Wow, ich bin stark. Es ist besser, ich verlasse diesen Ort jetzt. In etwas Durchsichtigem rannte ich in den Flur. Überall hingen gruselige wissenschaftliche Instrumente. Was hat er hier gemacht? Ich sah bereits den Ausgang, bemerkte aber plötzlich im Spiegel, dass von mir das Bettlaken gefallen ist, dieses Durchsichtige. Was passiert mit mir? Ich trat näher. Das Laken lag auf dem Boden und ich war sprachlos. Ich sah aus wie eine Art Robomonster. 85% meines Körpers bestanden aus Eisen und Teilen, die mit Drähten verbunden waren. Aber ich hatte einen menschlichen Kopf. Und dann hörte ich die Stimme des Wissenschaftlers hinter mir. Wohin willst du denn? Panik ergriff mich und ich rannte zur Tür, so schnell ich konnte. Der alte Mann rannte mir hinterher. Es schien, als würde er mich gleich packen. Aus Verzweiflung schlug ich mit meiner Schulter gegen die Tür. Und sie flog krachend auf. Ich wusste nicht, was das für eine Tür war und wohin ich rennen sollte, weil ich mich nicht einmal daran erinnerte, wo ich war. Zufällige Menschen riefen mir irgendwas in den Rücken zu, so ein, ob ich sei ein Freak. Ich rannte zu einem Parkplatz, versteckte mich dort zwischen den Autos und sah mich um. Keiner verfolgte mich. Der Gedanke nur an diesen gruseligen Wissenschaftler, der mich irgendwie erwischt hat, machte mich unruhig. Ich saß bis zum Abend auf diesem Parkplatz fest und wagte mich nicht zu bewegen. Ich schaute auf die Autos und stellte fest, dass das Letzte, an was ich mich erinnerte, ein Unfall war. Und ich trug ein Hochzeitskleid. Aber ich wusste nicht, ob ich schon damals ein Roboter war. Meine Erinnerungen waren sehr bildlich und teilweise da. Aber wenn ich eine Hochzeit hatte, dann muss es ja auch einen Bräutigam geben. Das ist schon mal etwas. Ich musste ihn finden. Nur er konnte mir helfen, mich daran zu erinnern, wer ich wirklich war. Die Nacht brach an und ich wagte mich aus meinem Versteck, um einen ruhigeren Ort zu finden. Plötzlich blitzte etwas Rotes auf meiner Brust. Ich bemerkte es zuerst nicht, aber bald begann sich meine Augenlicht zu verdunkeln. Vielleicht ging mir eine Art Batterie aus, wie auf meinem Handy. Ich musste irgendwie mich neu aufladen. Oh Mann, geräuschlos kam ein Elektroauto an mir vorbei. Ich habe es kaum geschafft, wegzuspringen. Aber hör auf, das ist ja auch irgendwie aufgeladen, oder? Ich musste eine Ladestation für Elektrofahrzeuge finden. Mit letzter Kraft stampfte ich die Straße entlang. Ich dachte, ich werde gleich ohnmächtig, als ich in der Ferne die Lichter einer Station sah. Ja, sie mussten elektrische Ladestationen haben.
Ich schlich mich leise zur Station, sah mich um und fand keine Drähte, aber Schläuche mit Benzin. Ich war verzweifelt, als ich plötzlich in der Ecke eine Steckdose mit einem Draht sah. Der Zuständige für die Station schlief bereits hinter der Kasse und ich kroch zum Draht rüber, zog ihn raus, steckte ihn in die Steckdose auf meiner Brust und hey, es passte. Ein Licht hörte auf zu blinken und ich spürte, wie meine Kraft zurückkehrte. Aber dann hielt ein Auto an der Station und richtete die Scheinwerfer auf mich. Verdammt, ich sah mich um. Der Typ ist aufgewacht und bemerkte mich bereits. Ich wollte mich nicht wegen Diebstahls irgendwie verhaften lassen. Ich lief los und in wenigen Sekunden war ich schon sehr, sehr weit weg. Als ich sicher war, dass mich keiner verfolgte, blieb ich stehen und setzte mich auf eine Bank. Musste ich jetzt für den Rest meines Lebens Strom von irgendwelchen Stationen stehlen? In meiner Verzweiflung bemerkte ich nicht den Mann, der auf mich zukam. Ich wollte weglaufen, aber er begann mich mit den Worten zu untersuchen. Was für ein Kostüm! Worüber sprach er? Plötzlich fragte er mich nach meinem TikTok-Profil. Was ist TikTok? Der Typ lachte und zeigte mir eine App mit seinen zwei Lieblingsaccounts von der Meerjungfrau und Fire Girl, beliebte Superheldinnen. Er dachte, ich bin auch sowas. Ich verneinte, aber der Typ dachte, ich sei einfach sehr bescheiden und machte trotzdem ein Foto mit mir. Ich konnte nicht glauben, dass mich jemand morgen auf der Straße für ein Monster halten würde oder für einen TikTok-Star. Als er ging, dachte ich darüber nach, was er gesagt hat. Wenn diese Meerjungfrau Erfolg hat, konnte ich doch auch berühmt werden und dann würde der Bräutigam aus meiner Vergangenheit mich finden. Nur so würde ich herausfinden, wer ich wirklich war, ein Roboter oder ein Mensch. Aber dafür brauchte ich Geld für ein Handy. Am nächsten Tag ging ich in den Park. Ich beschloss, für Geld ein paar Fotos mit den Kindern zu schießen. Der Typ wollte ja ein Foto mit mir. Zuerst kam niemand auf mich zu und ich dachte bereits, das sei eine dumme Idee. Aber nach und nach stand eine ganze Schlange vor mir und es stellte sich heraus, dass Menschen Roboter echt lieben. Aber mehrmals nannten die Kinder mich einen Transformer. Ich habe versucht, nicht irgendwie drauf zu reagieren und am Ende des Tages hatte ich genug Geld für ein Smartphone. Direkt am nächsten Tag holte ich mir TikTok und lud ein paar Videos über mein Leben hoch. Ich war voll besorgt, dass das nicht klappen wird, aber vergeblich. 500 Leute abonnierten mich ab da pro Tag. Einige Wochen später war ich bereits ein beliebter Blogger und konnte mir sogar eine Wohnung leisten. Ich hätte nie gedacht, dass das so einfach sei. Leute hinterließen hunderte von Kommentaren, aber keiner aus meinem Ex-Leben tauchte auf. Und ich wollte wissen, war ich jetzt ein Roboter oder war ich doch ursprünglich ein Mensch? Ich wusste nicht einmal, wer ich war, aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich Gefühle hatte. Aber die Fans waren nur daran interessiert, wie ich aufgeladen werde oder ob ich Wasser berühren kann. Einmal fragte einer der Follower mit dem Spitznamen Joker, wie ich drauf sei. Und ich war überrascht, weil alle dachten, dass Roboter zu 85% keine Laune hätten. Joker bat fast sofort an, sich zu treffen und ich stimmte zu. Er sprach mit mir, als sei ich ein gewöhnlicher Mensch. Am nächsten Tag wartete ich im Café auf ihn. Und dann setzte sich ein Mann an meinen Tisch und stellte sich als Joker vor. Sein Gesicht war vernarbt. Ich hatte Angst. Er streckte sofort die Hand nach mir aus und begann zu wiederholen. Verlass mich nicht, ich liebe dich. Zur Hölle, er war ein Psycho. Ich murmelte, dass ich viel zu tun hatte und rannte so schnell ich konnte. Joker hat angefangen, mich auf allen Social Media zu verfolgen, aber ich blockierte ihn überall. Das war es, keine persönlichen Treffen mit Fans mehr. Ich hatte weiterhin TikTok und hoffte, dass mich jemand aus meiner Vergangenheit bemerken würde. Aber nichts passierte. Eines Tages kehrte ich von einer Autogrammstunde nach Hause zurück und hörte plötzlich Schritte von jemandem. Ich drehte mich um und sah eine dunkle Silhouette. Ich wurde schneller, aber jemand rief mir nach. Wir müssen reden. Oh nein, das war Joker, der verrückte Fan. Ich rannte schnell zurück zum Haus und schloss die Tür ab. Verfolgte er mich? Joker schrie irgendwas unter den Fenstern, aber ich wagte nicht rauszuschauen. Mit zitternden Händen rief ich die Polizei und eine Stunde später kamen ein paar große Jungs und Joker war weg. Ich seufzte erleichtert und versuchte zu schlafen. Das war schon gefährlich. Ich musste TikTok löschen und einen anderen Weg finden, die Wahrheit über meine Vergangenheit herauszufinden. Am nächsten Tag ging ich zu einem Fan-Meeting. Dort beschloss ich zu sagen, dass ich mit TikTok durch bin und bat meine Follower direkt um Hilfe. Freunde, ich erinnere mich nicht wirklich an etwas aus meiner Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ich ein Roboter bin oder ein Mensch, sagte ich. Im Raum wurde es still. Ich hätte es wahrscheinlich nicht sagen sollen, aber plötzlich brach das Publikum im Lachen aus. Von allen Seiten war zu hören, sie hypt. Ich wusste nicht, was zu sagen. Ich habe mich noch nie so verletzt gefühlt. In meiner Verzweiflung rannte ich zum Hinterausgang. Keiner der Fans glaubte mir, was für ein Idiot ich doch war. Hinter der Hintertür stieß ich auf jemanden. Ich begann mich zu entschuldigen, aber dann war ich überrascht.
Das war der Wissenschaftler. Er sah gruseliger aus als vor einem Monat. Ich wich zurück, aber er zog eine Fernbedienung aus der Tasche und drückte einen Knopf. Ich fiel sofort zu Boden. Was passierte? Ich kann mich nicht bewegen. Der Wissenschaftler nahm meine Hand und zog mich über den Boden irgendwo hin. Hilft mir! Aber niemand hörte meine Schreie. Der Wissenschaftler lud mich in sein Auto und setzte sich ans Steuer und sagte, dass die Experimente noch nicht beendet seien. Das Letzte, was ich sah, war Joker, der im Auto saß und sehr verwirrt war. In diesem Moment genau blitzte wieder dieses rote Licht auf meiner Brust und alles wurde schwarz. Ich kam in den gleichen Raum zu mir. Der Wissenschaftler murmelte, dass er von meinem Verhalten sehr enttäuscht sei. Ich hoffe, das nächste Modell wird besser, fügte er hinzu. Er nahm eine Säge heraus und hielt sie an mein Bein. Nur noch ein bisschen und er wird mich in Stücke schneiden. Bitte nicht. Aber plötzlich hörte ich ein Geräusch. Eine Tür öffnete sich und Joker kam in den Raum. Hinter ihm brüllte die Menge meiner Fans. Ich traute meinen Augen nicht. Die Fans warfen den Wissenschaftler zu Boden und banden ihn fest. Der Joker zog die Fernbedienung aus der Tasche und schaltete meinen Körper wieder ein. Ich verstand nichts. Warum tut er das? Er war doch ein verrückter Fan. Aber Joker sagte, erkennst du mich nicht, Jen? Ich runzelte verwirrt die Stirn. Worüber redest du? Er lächelte und sagte, er sei Kyle, mein Bräutigam. Und ich wurde an meinem Hochzeitstag entführt. Diese Worte ließen meinen Hals trocken werden. Ich suchte die ganze Zeit nach ihm. Kyle erzählte mir, dass wir einander seit der Kindheit geliebt haben und heiraten wollten. Aber am Tag der Hochzeit hatten wir einen Unfall. Kyle wurde gerettet. Er entkam mit Narben und dann hörte er auf zu reden. Was ist mit mir passiert? Kyle zögerte und sagte, du starbst am Unfallort. Aber wie ist das möglich? Ich stehe hier, lebendig vor dir. Kyle sagte, dass vor der Beerdigung mein Körper gestohlen wurde und er versuchte mich zu finden, aber alles vergebens. Er glaubte nicht mehr an Erfolg, als er plötzlich ein Interview mit einem Roboter sah, der mein Gesicht hatte. Er dachte, er hätte sich das eingebildet, aber er fand mich auf TikTok und war fassungslos, dass ich leer im Leben war. Tränen rannten mir übers Gesicht und plötzlich sah ich in dem Gesicht von Joker meinen lieben Kyle, den ich mein ganzes Leben lang so sehr geliebt habe. Oh Kyle, es ist so gut, dass du mich gefunden hast. Einige Monate später heirateten wir. Unsere Hochzeit wurde im ganzen Land besprochen. Danach folgten mir doppelt so viele Leute, aber das war mir schon egal. Für mich war es genug, eine Person zu haben, die mich nicht als diesen Freak von TikTok kennt, sondern als das gewöhnliche Mädchen, das auch Gefühle hat. Ich hatte Kyle und er war der tollste Mann der Welt für mich. Ohne die Narben auf seinem Gesicht oder mit, es war mir egal. Liebe und Zuversichtlichkeit, das ist das, was uns wirklich schön macht. Dir gefiel das Video? Dann gerne den Kanal durch ein Like und ein Abo unterstützen. Danke!